Ja, liebe Zuschauer, jetzt nochmal ein richtiges Spektakel. 2000 Meter Hindernis mit der Läuferin, die eben im Quiz zu erraten war, mit der 6. Europameisterschaft von Berlin, Elena Burkhardt. 5 Jahre hat sie in San Francisco studiert, dann ist sie nach Deutschland gekommen. Jetzt in Tübingen macht sie ihren Master in Chemie und ist im letzten Jahr über die Hindernisse gestartet. Und wir wollen mal schauen, wie sie sich auf dieser Strecke in dem einen Jahr auch entwickelt hat, auch von der Technik. Ihr dürft hier mit anfeuern, hinter ihr Chiara Scherer, die Hallenmeisterin über 3000 Meter aus der Schweiz. Und dann alle anderen Mädels. Und hier gibt es natürlich noch ein bisschen mehr auch zu den Jugendlichen zu sagen, das ist auch ganz klar. Aber wir schauen mal den ersten Wassergraben an. Ja, da gibt es natürlich noch Entwicklungsbedarf bei Elena Burkhardt, aber besser als letztes Jahr auf jeden Fall, als sie dann beim ersten Laufwasser reingefallen ist. Aber sie hat natürlich ein unheimliches Laufvermögen, Elena Burkhardt, hat sie sich beim Cross natürlich geholt. Als 5. und 6. der Cross-Europameisterschaften wird es hier für die Hindernisse. Und jetzt geht sie alleine hier schon richtig vorne weg. Gefolgt, wie gesagt, von Chiara Scherer von der TG Hütten, die gesagt hat, die Schweizerin, ich möchte bei Olympia 2020 dabei sein. Hat sie letztes Jahr auf 9 Minuten 44 gesteigert. Elena Burkhardt Zeit 9:29, dritte der ewigen deutschen Bestenliste. So, hier kommt eine der Top-Läuferinnen in Deutschland. Bitte macht ein bisschen Feuer auf für Elena Burkhardt, für Chiara Scherer und dahinter die deutsche U23-Meisterin Agnes Thuit-Gers vom SCC Berlin. Ja, und vielleicht sollten wir auch noch was zu den Jugendlichen sagen. Wir haben 3 Mädels dabei aus der U18, nämlich Caroline Sophie Löffel, Theresa Schulte-Wermelinghoff und Alicia Freitag. Und die kämpfen natürlich um eine Zeit, die in diesem Jahr auch spannend ist, nämlich 6 Minuten 55. Das ist die Norm für das Europäische Olympische Jugendfestival in Baku in Aserbaidschan. Und wenn man sich dafür qualifizieren will, im Juli ist das, dann muss man diese 6,55 laufen. Also, auch im hinteren Feld einige U18-Athletinnen dabei, die vielleicht nach Baku fahren wollen in diesem Jahr zu diesem EIOP, wie man so schön sagt, zu diesen EIOP-Spielen und dafür, wie gesagt, 6,55. Aber schauen wir nach vorne. Elena Burkhardt muss das Ding heute hier alleine machen. Im letzten Jahr 6 Minuten 20 gelaufen, Zweite geworden hinter der Französin Boxberger, die heute nicht dabei ist. Dahinter Chiara Scherer und dann die U23-Meisterin. So, auf geht es. Wir haben jetzt gleich die 1000 Meter Durchgangszeit. Und die sieht relativ gut aus. Wir sind also etwa bei 6 Minuten 10, 11, 12 dabei. Und eine Zeit vielleicht um 6:20 wieder, das ist machbar. Ja, und Chiara Scherer, die Schweizerin von TG Hütten, die hält hier gut mit. Die Hallenmeisterin 2018, sie will nach Neapel zur Universiade und will dort eine Medaille holen, die Schweizerin. Und sie hat natürlich mit Elena Burkhardt eine wunderbare Pacemakerin, muss ich hier sagen. Und auch die U23-Meisterin vom SCC Berlin, Agnes Thuit-Gers, die hält hier noch gut mit auf Position 3. Es geht in die letzten 700 Meter. Elena Burkhardt, kann sie da nochmal beschleunigen, jetzt gegen den Wind, sie macht alles von Raum. So, kommt nochmal hier, auf geht's. Elena, Chiara, Agnes Thuit, auf kommt. Und dahinter die Mädels hier mit der 106, Sibylle Hering, eine U20-Athletin mit der 72, Katrin Marx U20, 151, das ist Caroline Sophie Löffel, die bei Dieter Hogen beim SCC Berlin trainiert. Ihr erinnert euch, Dieter Hogen, der Mann, der Uta Pippich zu großen Marathon-Ehren geführt hat. Aber wir bleiben vorne bei den Frauen und das wird ein Zweikampf.
Elena Burger gegen Chiara Hütter. Chiara, die Hallenmeisterin über 3000 Meter flach. Jetzt kann sich Elena Burger da ein bisschen absetzen. Wir sind bei 5 Minuten 10. Also der Einstieg in etwa wie im letzten Jahr, so um die 6,20. Vielleicht ein bisschen drüber. Elena Burkhardt, als sie in den USA war, immer wieder verletzt gewesen. 5 Jahre hat sie dort auf Bachelor Chemie studiert. Dann kam sie nach Deutschland, ist jetzt wie gesagt in Tübingen auf Master Chemie und seitdem war unverletzt. Sie konnte richtig gut arbeiten. Und es wird nochmal ein richtiger Zweikampf. Elena und Chiara, auf geht es, die letzten 250 Meter. Was entscheidet, die Hürdentechnik oder das Laufvermögen? Chiara mit der besten Hürdentechnik, Elena vielleicht mit dem besten Laufvermögen. Schauen wir mal. Jetzt geht Chiara Scherer vorbei. Letzter Wassergraben. Und dann geht es auf die Zielgerade. Chiara Scherer aus der Schweiz gegen Elena Burkhardt. Und das sieht nach einem Schweizer Sieg aus. Für Chiara Scherer. Und damit gewinnt sie das erste Mal hier in Lietzhausen. Letztes Jahr 6. Dieses Jahr 1. Chiara Scherer aus der Schweiz in 6:24.94. Also, das war jetzt ein bisschen von der Zeit her auf den Wind geschuldet, das ist ganz klar. Und wir schauen mal, was die anderen Athletinnen machen. Auch die erste U18-Athletin. Wenn die Zeit weiterläuft, jetzt läuft sie leider nicht weiter. Jetzt 6,48, 6,49. Caroline Sophie Löffel. Also da hat es nicht für die EOF-Norm gereicht, 6,55. Denn die sind jetzt um. Jetzt haben wir die 7-Minuten-Marke. Aber alle U20-Athletinnen, die jetzt ins Ziel kommen, haben sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Da war die Norm 7,35. Auch das sicherlich ein Ziel. Wir haben den Saisoneinstand von Elena Burkhardt gesehen und Michael Gläuber wird dann gleich bei den Männern weitermachen und da haben wir heute schon bei der Athletenvorstellung gehört. Er ist wieder da, der deutsche Meister von 2017, Tim Stegemann, nach einer Verletzung.